Der Manche. heiß, Bruder, der ist so heiß, ey, ehrlich. Wenn ich eine Frau wäre, ich glaube, ich würde durchdrehen. Und der wird dafür bald bekannt, für diese Bewegung. Bruder, der ist zurück aus den 70er, Mann. Bruder, wie gehst du jetzt unnormal? Der Also ist, wenn Bruder, der. der Zeitreise, Bruder. der Zeitreise, ja, Bruder. Guck mal, Chat. Der ist reinkarniert. Was das her? Ich bin Hast du Jude, wollte gesagt, ich habe mal dich hören, nicht was da gehört? um es geht. Hast du das aus der Wissenschaft oder von wem hast du das? Bist du Jude oder Ich höre dich. bist du messianischer Ich Jude höre oder dich bist sehr du schlecht, Nein, Wes. Bruder, der lügt, ich glaub's dir nicht. Ich habe gesagt, hast du das aus der Wissenschaft oder von wo hast du das? Meinst du mich Ich oder habe wen von meinst meinem du? eigenen Ach so. Sahih-Buch dir erzählt. Und da steht, dass das wegen der Männlichkeit zu tun hat. Ja, du kannst auch Hamdi und so fragen, die werden dir nichts anderes sagen. Weil das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe das nicht gelesen, dass da stand, dass du dann impotent wirst. Deswegen. Aber wenn ihr wollt, wir Sag, können. das hat was mit Männlichkeit zu tun, des Ich kenne Mannes, das der nur, ich männlich wird. kenn das nur eigentlich mit dem Hochmut, den Hochmütigen. Hä, warum dürfen dann Frauen tragen? Da Es steht auch, geht dass auch. Frauen nur Seide tragen sollen und so und Männer Ich kann nicht. euch ja vorlesen, wenn ihr Und wollt. das Ich war kann auch euch ja im vorlesen. Zusammenhang mit dem Gold. Versteht ihr, Freunde? Es geht darum, dass die Also. Männer nicht so sich beschmücken sollen wie die Frauen. Ich lese mal vor, Habibi. Ich lese mal vor. Lass Nein, mir das einfach die einfach Quelle. Gold feminin zu dem femininen Geschlecht gehört. Richtig, genau. Hier Lange steht Haare sogar, drauf, oder? aber hier steht sogar, guck mal, aus Gold und Silber für Männer und Frauen sowie von Gold- und Seidenringen für Männer ist verboten und für Frauen Ne, erlaubt. Silber dürfen Hier Männer. steht's. Genau. Guck. Guck mal, die Verwendung von Gefäßen aus Gold und Silber für Männer und Frauen, sowie von Gold- und Seidenringen für Männer, so ist verboten und für Wo steht Frauen das? erlaubt. So, dann haben wir Widerspruch. Nein, ich finde das komisch, weil ich kenne das mit Silber, das dürfen die. Ich kenne es eigentlich auch mit Silber, aber ja, dann Ich, widerspricht sie es. genau. Die Frage ist, Also wo Gold guckst du dürfen das Männer gerade? nicht. Bruder, ich Ich gebe dir bin mal richtig. ehrlich, Warte so kurz. kannte ich das auch nur mit Silber gehen, aber Gold nicht. Sahih Judy, Nummer 293. Warte, ich Aber gebe ihr es könnt dir. euch einfach Platin kaufen, das ist kein Problem. Ich meine, Platin ist auch von Gold, oder? Ja, dann kauft ihr pure Diamant oder was ist das schön? Diamantenkette. Oder macht das so wie ich. Ich trage gar nichts. Ich mag Hier, Gold, ich Bruder. zeig's dir. Ich mag Gold. Ich zeig's dir jetzt. Risk, Bruder, wenn du Fragen hast und so, Bruder, solltest du dein Herz öffnen, ehrlich, für die Wahrheit. Nicht auf Menschen achten. Guck auf das, was Gott uns gegeben hat. Prüfe die Bücher. Aber wenn ich doch sage, ich trage gar nichts, dann achte ich doch auf gar keinen Mann. Was? Du achtest auf gar keinen Mann? Was? Hä? Weil er Hast du gerade sagt, gesagt? also ich habe gerade gesagt, oder so wie ich trage gar nichts. Hast du gehört, Aber was ich dir gesagt habe, Bruder? Öffne mal dein viele Herz ehrlich, Männer. Bruder, für die Wahrheit. Gott ist Liebe, Bruder. Check das mal bitte erstmal. Aber wir haben doch gerade das Thema mit Gold und jetzt nimmst du ein anderes Ja, Thema. Goldmold ist nicht Nein, Heilsgewissheit, Bruder. Platin ist dir ist erlaubt. Ich habe gerade Es geht gegoogelt. doch um Gold hier, dieser Hadith, Risk. Ja, Selemi. Ja, Da steht da zieh Dahab, einfach Platin. Dahab. Ach Da steht so, da der Dahab, ganz unten Harut hat, glaube rechts. ich. Harut, ist das dieses Hadith oder? Lass mich Ja, mal, warte, ich suche den jetzt da auch. steht. Was steht da, Da Bruder? Mach mal steht größer auf die geschrieben, ich Quelle. lernte Kannst du mir gute. kurz die Quelle zeigen Genau, unten? zeig mal kurz die Quelle, Bruder. Ich gebe mal kurz ein. Lass mich Ja, bitte als Muslim hast du ausreden. Geld. Lies mal bitte einmal einer. Geh mal hoch, Bruder, die Quelle oben. Wo steht denn die Quelle? So, Sahih Bukhari oder was ist das? Buch 48, Hadith 5. Das Ist der Sahih? ist Ist der Sahih? Mutawa Malik. Ist das Sahih? Mutawa Warte, Malik. ist der Sahih? Ich gucke wieder eins, warte kurz. Mutawa. Wie Mutawa was? Malik. Malik. Buk. Buk, wie viel? Buch 48, Hadith Nummer 5. Und der Sahih? Blei ist auch erlaubt. Was? Hadith Nummer 5, gell? Das, guck ja. mal, weil ich auch. Kupfer auch, Bruder. Bronze auch.
Was? In diesem Buch von Mutaba Malik Nummer 48 steht halt gar nicht geschrieben, ob das jetzt Sa'i oder Hassan oder Da'i ist. Chris. Lässt sich das aus dem Text selbst rauslesen, weil meistens, wenn es heißt überliefert von ... dann steht ja auch meistens drauf, durch wen Marvin, es der autorisiert ist. Marvin, das heißt bei uns, der wurde nicht qualifiziert. Klassifiziert wenn in dem Sinne. Wenn wurde, dann hat er höchstwahrscheinlich einen Kettenbuch. Ich habe einen von Sayyid Bukhari. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, Abdul, ist folgendes. Und zwar, immer in den ersten Sätzen ist ja auch erwähnt, von wem es übergeben wurde. Und meistens sind ja auch Wortkürzel dabei, die dann auch sagen, dass es sagt. Ja, aber Marvin, ist, der Name war mir sehr, sehr unbekannt. Aber Abu Huraira ist bekannt. Okay, Abdul. Ja, klar. Abdul, hier ist Sayyid al-Bukhari, ah, genau, Nummer 5. Okay. 5864 von Sayyid al-Bukhari. Da steht drinnen, dass Abu Huraira sagt, der Prophet hat verboten, ist das Sahih, oder? Goldene Ringe zu tragen. Der Name ist Bukhari. Al-Bukhari, Bruder, ist immer Sahih. Nein, das ist Daif. Also, das geht nicht. Nur die goldene Ringe, Harut. Aber Harut, gerade mal auch. Da gibt es mehr. Hier. Du hast es doch selber geschrieben, Harut. Komm, gib zu, du hast es doch selber geschrieben. Das ist Daif. Ja, weil jetzt alle Muslime ihren Goldring wegwerfen müssen. Ah, da steht doch Sahih. Aber Kette geht. Ja. wir müssen ihn jetzt normalerweise Daif Bukhari nennen, oder? Hier, der hat auch so ein Buch. Sayyid al-Bukhari hat auch ein Buch über Anziehsachen. Warum steht an manchen Stellen unten, bevor halt der Great mit dem Daif genannt wird, warum steht da Dal Sultan? Also da steht immer was in Klammern bei manchen. Darun Salam, genau. Was hat das damit auf sich? Also was bedeutet die Darun Salam Klassifizierung unter Sahih? Darun Salam, glaube ich, soweit ich weiß, wenn ich mich nicht irre, eine Schule gewesen. Ist der Verlag. Du meinst einer Glaubensströmung sozusagen, wo sie ihren Stempel sozusagen drauf machen, das wurde für darunter klassifiziert unter den und den Schülern oder das unter den Hafis. Moderne Art und Weise zu erklären, wie zum Beispiel eine Universität von Vietnam oder was. Okay. Ach so, du meinst, das ist sozusagen der Herausgeber. Wenn sie in Klammern Darussalam schreiben, dann bedeutet Darussalam hat das rausgegeben oder übersetzt. Und so. Okay. Also auf moderne Art jetzt, ne? Wie zum Beispiel die Wissenschaft und diese Universität hat das und das so und so. Rausgegeben. Okay. Otto, bist du noch da? Hat das und das. Freilich. Ja, weil du so ruhig bist da. Ja, weil niemand, niemand lässt mich reden. Ich höre nur. Der Arme. Niemand lässt ihn reden. Oh, Miskin, ehrlich. Otto, lass mir mal nach Otto reden ein bisschen. Lass mir ein bisschen Otto reden. Otto, zeig uns den Hadith, wie man einen Facher zusammenbauen kann. Sahih Otto. Zeig mal den Hadith, wie man einen Facher zusammenbauen kann. Zeig uns den Hadith. Wir geben jetzt die ganze Aufmerksamkeit jetzt komplett Otto, du hast jetzt 5 Minuten, du kannst reden, was du willst. Ja? Auch wenn es nur Blödsinn ist, egal was du willst, du hast jetzt 5 Minuten. Nee, du hast jetzt Zeit, Bruder. Jetzt, ab jetzt und alle sind stumm, Bruder. So, okay. Zack. Okay. Wie soll ich jetzt euch jetzt erklären? So, zum Beispiel, ja, die zwei Propheten, wie die sagen, also Propheten, ich meine über unseren Gott Jesus. Also Gott Prophet und Mohammed. Weil ich habe ganze Zeit gesagt, Leute, die ganze Rederei, was wir reden über Christum, über Muslim, bitte stell mal die zwei Personen vorne und red mal zum Beispiel sein Leben von unserem Jesus, Leben von Mohammed.
Und stell mal so, wie normal es in Klasse wäre, jemand sag mal mir über diese Person schreib mal sein Leben, weil du kannst, weil du Bibel liest, du kannst auch Koran. Stell mal die zwei Personen vor und entscheidet sich dann später, wo willst du sein? Also. Und dann will ich so sagen, ein Beispiel, weil ich sage euch, Leute, ich kenne nur den ein Beispiel. Andere Beispiele will ich nicht kennen, weil wir wissen, wie viel Jesus hat Wunder gemacht und also Mohammed weiß ich überhaupt nicht, welches oder sowas habe ich noch nie gehört. Oder ja, die sagen was, aber ich sage sowas. Wie die Frau damals, also die Ehebrecherin. Und dann ist, weißt du was, darum jetzt will ich so reden, weil ich habe das erfahren, im Koran ist auch sowas, ist auch eine Ehebrecherin von dem Mohammed genommen, also mitgebracht und hat den Mohammed gefragt, sie, haben Sie das begangen? Die Frau hat gesagt, ja, und ich bin auch schwanger. Mohammed hat gesagt, bitte geht mal weg oder irgendwo sowas hat gesagt und komm mal in 2 Jahre. Jesus hat damals bei der Frau auch gesagt, also weil die hätten sie auch mitgebracht vom Jesus, hat gesagt, Jesus, die ist jetzt gerade bei Ehebruch erwischt und was sollen wir machen? Auch Moses hat uns gesagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du jetzt? Und der Jesus hat was geschrieben mit seinen Fingern in so Sand. Die hätten nur zweimal, drittes Mal hätten die gefragt. Der Jesus hat den Stein genommen, hat gesagt, wenn jemand ist ohne Schuld, Okay. also ne, dann soll als Erster werfen. Und dann alle Leute sind weggegangen. Ist das auch Und das? dann Jesus hat gesagt, ja, wer hat sich jetzt als, also irgendwo wollte sich steinigen oder sowas? Keine. Ich mache das auch nicht, geh und mach nichts mehr die Schuld. Was war bei Mohammed? Ist die Frau nach 2 Jahren mit dem Kind auf dem Hände gekommen zu dem Mohammed? Der hat gesagt, seine Leute dort, bitte nehmen Sie das Kind. Der hat also Loch gegraben, die Frau bis zum Kopf reingegraben und die hätten die Frau zum Tode gesteinigt. Also Leute. Und weißt du was, wenn jemand mir jetzt, als wenn ich wäre nicht Christ und wäre mir jetzt nur auf die Sache sagen, also was meinst du, willst du zu Jesus, du willst du, also da wäre so eine Frage, weißt du, wie Nee. viel, ne? Hm. Er hat noch eine Minute hat er noch. Lass ihn noch reden. Er hat noch eine Minute. Komm, weiter, Otto. Eine Minute. Nee, Leute, und mit diesen Kriegen, weißt du, die letzten 6 Jahre bei Mohammed hat 83 Kriege geführt. Da hat, also standesamtlich, so sage ich, hat 18 oder 16 Frauen und wie viel hat noch außerdem? Und Jesus hat keine. Und immer Jesus hat keine gesteinigt oder sowas. Immer hat die Leute gerettet, immer gut gesprochen. Ja, was soll ich dann noch sagen? Und weiß ich nicht, und da hat Jesus oder ne, da hat Moses oder ne, Paulus hat geschrieben damals, wenn jemand kommt nach mir, also nach Jesus, oder Jesus hat es geschrieben, ich kenne mich nicht aus, ganz genau. Da hat gesagt, wenn jemand kommt, auch vom Himmel, auch Engel, und da wird anders also gesprochen, was in Bibel steht, dann ist verflucht. Und was haben wir dann 600 Jahre nach Jesus Tod? Also, da muss man, normale Mensch muss man ein bisschen nachdenken, Leute. Und was soll Okay, ich das dann reicht, sagen? Bruder. Wie Piret Vogel gesagt hat, Noch Mohammed hat Fragen? die Ehebrecher gesteinigt und Jesus nicht. Nein, Otto, nein. siehst du das auch Du immer? Ja, in redest diesem recht, das ist Leben, klar. Leute, nochmal, im Jesus-Leben, wer hat Jesus dann getötet und wo Mohammed hat jemanden getötet in sein Leben? Das als Hm? authentisch? Bitte? Siehst du Du diese bist echt leise. als authentisch oder? Risk, du Aber bist zu leise ein ich höre bisschen. dich nicht, ich höre dich nicht. Siehst du die Passage als authentisch, das mit den Steinen? Mann, Alter. Noch Welche meinst du freiwillig? denn? Und warum nicht? Weil, Die soweit ich vom. weiß, ist sie nicht authentisch. Was? Otto? Das mit der Stein, Wir lassen jetzt also. nur, wir lassen jetzt nur Otto weiterreden. Otto. Alle ruhig bitte, alle Otto. stumm. Otto, ich Warte habe mal. gedacht, du erzählst jetzt was von der Bibel. Du bist. Bruder, Du lass weißt mich jetzt ran, auch, Bruder, ich kann nicht mehr mit diesem, Jungs. ist nicht authentisch, ich kann nicht mehr. Bruder, ich kann auch nicht mehr, ehrlich. Ich Alter, wollte mein jetzt Aber sagen, wir lassen ich kurz Otto mit Risk kurz reden. Lass erstmal Otto, er soll Genau, erstmal alles Otto hat rauslassen. einen guten Punkt dann Ja, gebracht. Leute, Ja, sehr, ich sehr muss guten mich auch Punkt. auseinandergenommen Leute, Otto, Otto räumt hier gerade auf, Leute. Er räumt gerade hier auf. Lasst Otto jetzt ruhig, reden. ruhig nur. Leute, ich bin auch.
Marvin, Marvin. Ich lasse Otto gleich. Ich möchte nur was zeigen, wenn ich das darf. Otto, wenn es für dich okay ist, ich möchte nur was zeigen, was also, das gleich zu tun hat. Okay. Ich mach die ganze Zeit kaltes Wasser im Kühlschrank. Also, wir, wir reden ja sozusagen, wenn wir Moslems sind, davon, dass Gottes Gebote auf der Tora gehalten werden sollen. Als Christ sagen wir in diesem Bezug ja auch das Gleiche. Wir sollen uns an Gottes Gebote richten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Psalm 78 anschauen, was ja ein Psalm Davids ist, was ja auch in der Sure 463 davon gesprochen wird, dass man an die Psalme Davids glauben soll. Und da heißt es doch, lausche mein Volk meiner Weisung, neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes, ich öffne meinen Mund zu einem Spruch. Ich will meine Geheimnisse der Vorzeit verkündigen, was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen wir ihren Kindern nicht verbergen, sondern den kommenden Geschlecht erzählen, die ruhmreich taten des Herrn und seine Stärke, die Wunder, die er getan hat. Er richte ein Zeugnis auf Jakob, in Weisung gab er Israel, und gebot ihren Vätern und Kindern alles zu lehren, damit das kommende Geschlecht davon erfahre. Okay, jetzt nehmen wir diesen Satz und es geht ja um Geheimnisse und Gleichnisse. Und jetzt haben wir auch eine Menge Gleichnisse, von denen Jesus spricht. Verstehst du, was ich meine? Von Jesus erfahren wir Antworten. Die sich auf Vergleiche beziehen, die Jesus gemacht hat. Ja, ja. Ja, genau. Junge, lass mal ganz kurz aussprechen, bitte. Ja. Lass mich respektlos werden, ganz kurz. Leute, das ist ganz wichtig gerade. Er versucht gerade zu zeigen, weil im Koran steht, man soll an den Sabur glauben, also an die Psalmen. Und in den Psalmen stehen gerade diese Gleichnisse drin. Das ist unnormal wichtig. Ja. Ja, wenn sie mit dem Koran übereinstimmen, wieso nicht? Ja, also die Anweisung ist ja, man soll an die Psalme glauben. Und die Psalme sagen, man soll an die Überlieferung und die Väter glauben. Ja. Und es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn es um die den ungerechten Zöllner geht, dann nimmt ja Jesus auch ein Gleichnis her, was er aus dem Tanach hat. Oder den verlorenen Sohn nimmt er auch einige Gleichnisse her, die aus der Tora stammen, die sozusagen in Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Markus-Evangelium berichtet werden. Und dadurch, was Jesus da sagt, erfahren wir auch seinen Charakter oder seine Stellung, weil er in den Gleichnissen zu den Menschen spricht und sie darauf hinweisen möchte, worauf sie aufmerksam sein sollten. Ja, und ich habe halt mir oft die Frage gestellt, im Koran halt, wo sind die Gleichnisse, wo sind seine Lehren, wenn wir uns genau danach richten, was im Psalm 78 steht, nämlich, dass jeder die Gesetze verkündigt. Jeder Prophet muss ja eine Verkündigung haben, die in Gleichnissen oder die in Exekutiven dargelegt werden. Verstehst du? Zeugnisse. Und ich habe nur die Zeugnisse in der Bibel. Und der Psalm sagt ja, jeder Prophet muss ein Zeugnis haben. Und die Zeugnisse sollen wir nicht verborgen lassen. Warum sind die im Koran verborgen, frage ich mich. Nee, ich wollte jetzt, warte mal, ich wollte jetzt auf den Antwort geben, weil das, was ich, habe mich schon wieder über diese Koran also ein bisschen gelernt, da sind viele Sachen, also, bitte? Harut, mach bitte Otto Großbruder. Ja. Na, musst du nicht machen. Lass mich klein. In die Koran sind vieles überschrieben vom Bibel, Leute. Und manchmal ist es verfälscht. Ich weiß nicht, ob ich mache jetzt wieder. Ich sage das, was ich habe zurzeit für die paar Wochen schon was gehört. Also sage ich auch euch diese Sache, wo ich habe nur gehört, was steht. Und ich will auch nur, weißt du was, wenn ich höre schon, okay, das ist in Ordnung, sage ich so auf eine Seite. Aber nee, was ich finde nicht in Ordnung, wenn jemand was sagt und immer ich höre,
Zeig mir die Quelle, zeig mir die Quelle. Leute, du zeigst, hey, das hast du zeigst, warte mal, du zeigst die Quelle und was ist dann? Das ist falsch beschrieben. Du hast wie ein Löwe geredet. Ich habe eine Frage. Leute, wenn ich schon die Quelle zeige, ich habe eine Frage an dich. Ja. Und das beweist natürlich dann mir mehr als alles andere. Genau, ja, frag. Wenn Jesus, ja, sagen wir mal so, eine Botschaft hinterlassen hätte, nur damit die Leute wissen, wer der Messias ist, aber die alten Gesetze nicht abrogiert hätte oder weggemacht hätte oder neu gemacht hätte. Hä? Warte mal, ich antworte ihm. Lass Otto. Lass jetzt Otto ausreden. Leute. Hättest du das angenommen, Otto? Ich sag dir sowas jetzt. Die Alte Testament, wo Jesus ist geboren, ist Alte Testament erfüllt, Leute. Da muss ihr das wissen. Ihr könnt nicht immer noch gehen. Wo hat vor 5000 Jahren. Otto, du hast mich nicht verstanden. Nee. Hättest du noch diese Gesetze, die im Alten Testament stehen, noch angenommen? Hättest du diese Lehre angenommen? Da sage ich dir, wenn Jesus hätte das uns jetzt gesagt, dann hätte ich das genommen, weil das ist Gott und dein Gott. Leute, dann beweist du gerade. No. Was? Dann hast du dich gerade selber widerlegt, um ehrlich zu sein. Wie widerlegt? Aber du hast mich gefragt, ob ich wäre diese alten Gesetze. Wenn Jesus im Gesetz steht, wenn eine Frau sich einmischt bei einem Streit zwischen Männern und dann müsste man ihre Hand abpacken. Nein, auf keinen Fall. Frau darf nur nicht irgendwo in die Kirche, irgendwo als Pfarrer sein oder sowas. Aber sie kann sich einmischen zwischen zwei Männern, sie kann auch sein Wort sagen, sie kann auch jetzt im Internet auch sich einmischen in die Religion. Ist okay, Otto. Ja, also, aber nicht, weißt du, keine, egal, ob das wäre jetzt Muslim, ob das wäre katholisch, und wenn wäre mir falsch was sagen, ich werde ihm keinen Finger abzwicken, kein Fingernagel nicht an. Ich habe nicht das Recht dazu, Leute. Okay. Nur okay. Das oben. Otto, ich hab jetzt nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, wir sollen von der Bibel nicht größer machen. Von der Bibel oder von warum machen wir das? Dass wir von der Bibel und von Tora annehmen dürfen, ja? Nein, du hast mich nicht verstanden. Weißt du was? Wir sollen als Christen, als Jesus, können wir sagen, dass wir glauben an Jesus Christus, das ist unser Gott. Ja, dann wir sollen jetzt annehmen, alles vor die 2000 Jahre, was ist geschehen. Was war von 2000 oder 4000, 5000 Jahre, können wir das lesen. Aber das ist, kann man so sagen, so für mich, ich meine Glaube, das ist nichts mehr so wichtig als das, was hat Jesus richtig uns gelernt. Richtig. Und du, Marvin, hättest du das gemacht? Bitte? Wenn er mir das gesagt wird, ja. Aber ich habe folgende Stellung dazu, weil alles muss ja auch unter eine tragende Autorität sein. Verstehst du, was ich meine? Und wenn wir sozusagen nicht die Priester haben, die sie diese Ordnungen genau bringen, verstehst du, was ich meine? Dann würden wir den Sinn jetzt von gewissen Sachen verfälschen, weil wir es nicht so tief verstehen. Aber die allgemeingültigen Sachen, wie du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, die sind ja klar, die kann ja jede Gesellschaft halten, aber es ist ja nicht so, dass du zum Beispiel jeden Heiden, der neu gelernt ist, der die semitischen Prozesse nicht kennt, beibringen kannst, wie man richtig beschneidet, weil nicht jeder ist Arzt. Verstehst du, was ich meine? Und wenn das im Vordergrund stehen würde, bevor du glauben kannst oder an den Tempel gehen kannst, ist es ja dann ein Problem. Darf ein Jude seine Lehre ändern, wenn der bei den Heiden lebt, oder wie meinst du das? Nein, es geht gar nicht darum, dass die Lehre geändert wird. Es geht auch darum, dass man die Umstände beachten muss. Verstehst du, was ich meine? Ich kann zum Beispiel, wenn jemand nicht ausgebildet ist, zu beschneiden. Verstehst du, das ist ja eine ärztliche Handlung. Nehmen wir an, du bist jetzt ausgebildet.
Ja, okay, wenn du ausgebildet bist und jemand sagt, er will sich beschneiden lassen, ist es ja Das geht darum eigentlich gerade mit dieser Frau, oder? Nein, das ist jetzt nicht auf die Frau bezogen, sondern ich habe jetzt dieses Beispiel ja, nur genannt, weil Paulus ja auch sozusagen auch die Krise hatte, dass es einen Druck gab, alle, die gläubig geworden sind, im Fleische zu beschneiden. Und zum einen hat man ja den geistlichen Bund durch die Taufe, wo ja eigentlich es nicht notwendig ist, um als Proselyt in Israel dahin zuzukommen, dass man beschnitten ist, weil der Messias ist schon da. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, oder Überlegung ist, wenn die meisten ja noch nicht mal lesen konnten oder mit den Werkzeugen nichts zu tun hatten, wie jetzt zum Beispiel die Römer, ist es ja so, die müssten ja dann lange warten, bis der nächste beschnitten werden kann, bis der Prozess durch ist und alle durchgearbeitet wären, vom logistischen Sinne her. Und das hätte damals echt ein Problem dargestellt. Und das, was du jetzt meinst mit der Frau, dass die Frau nicht in den Schritt fassen soll oder den Mann nicht impotent machen soll, wenn sich beide streiten. Es hat nur was damit zu tun, weil du gefährdest ja die Zukunft des Mannes, weil er kann keine Kinder zeugen. Und mittels einer Streit haben versucht, Frauen diesen Schwachpunkt auszunutzen. Und deswegen ist das mit der Hand am Haken drin, als Strafe dagegen. Verstehst du, was ich meine? Und so ist es im Alten Testament gemeint. Ja, weil warum heißt es in den Schritt fassen? An der Stelle. Aber Martin, ich sag dir sowas jetzt. Leute, muss immer kurz und sachlich sein. Wenn du würdest mit mir so sprechen, ich habe nichts gegen dir, du bist auch ein gutes Mensch. Aber wenn du so erzählst, die Leute, 5 Minuten, dann irgendwann nach 2 Minuten die Zigarette rauchen. Ich weiß nicht, du was willst. Ich sag euch, Leute, das ist so. Das ist so wirklich im Leben. Weißt du, wenn du jemandem sagst, du sollst über die rote Ampel nicht durch die Straße gehen, aber du musst sagen, hey, du musst bei dem Ampel jetzt stehen, du musst warten und gucken, ob es rot. Nein, sag mal, du sollst nicht dabei rumgehen. Nee, Leute. Ja, ich weiß, es muss mich kurz fassen. Ich muss aber hier ehrlicherweise zugeben, dass Marvin mehr Erklärendes geben kann als du, Otto. Ja, Leute, trotzdem gut gemacht. Was ich will noch immer sagen, die ganze Christen oder ganze Leute auf dieser Welt, meine Meinung, die sagen ganze Zeit über die Trinität von Gott. Leute, ich sag euch, wie das war. Damals bei der, ja, okay, da muss ich wieder 5 Minuten, weil ich muss sagen, ja, mach Otto, mach, kein Problem. Wir hören jetzt mach Otto, alle bitte Ruhe, bitte stummen. Ja. Adam und Eva damals, ne, wo hat Gott das Adam erstmal gemacht, dann Eva zu seiner Hilfe und da hat, guck mal, das muss ich sagen, so wirklich, dass, wenn Eva hat den, also die scheiße Schlange, also den Teufel, also auf dem Baum gehört, warum hat Eva damals nicht gesagt, Gott, ich habe eine Stimme gehört, da jemand hat mir gesagt, ich soll das Apfel nehmen. Gott, was soll ich jetzt machen? Warum hat sie nicht gefragt? Und okay, hat sie nicht gefragt, hat das Apfel genommen, gebissen. Dann Adam ist auch schuld. Da kann nicht auf Gott geben, weil Adam sollte auch sehen oder fragen, Eva, du hast was genommen oder ja, bitte probier mal. Adam musste damals nicht machen. Adam könnte einfach Schritt zurückziehen und sagen, nicht, Eva, ich weiß das nicht, ich warte, bis der Gott kommt. Aber er hat trotzdem, und dann wollte so schon, weil Gott wusste schon, dass es so wäre, ist denn, und hat gesagt, nee, Adam, wo bist du? Das ist nicht so, dass Gott hat. Wer ist denn der Schuldige oder die Schuldige? Sie, also Adam und Eva. Adam und Eva, weil sie beide. Eva hat erst mal angefangen, aber Adam ist auch schuldig, weil Adam musste das nehmen. Ey Leute, wenn du gehst, deine Frau geht ins Geschäft, klaut was und du sagst, ey, ich habe geklaut, niemand hat mich gesehen, kannst du probieren, weil wahrscheinlich die, und du sagst, ja okay, ich probiere auch. Ne, und du kannst sagen, leck mich am Arsch, da reicht mir das eine Radio, komm, gehen wir haben oder so, ich gehe nicht. Nee, aber was ich will jetzt sagen, okay. Kennst du die Interpretation dazu, wer wirklich die oder der Schuldige ist? Ja, das habe ich auch. Meines Wissens nach die Frau.
Nee, beide. Leute, beide. Adam ist auch schuld. Warum hat Adam abgebissen von der Waffe? Was du denkst, interessiert eigentlich nicht. Nein, das geht darum, was man in der Bibel sagt. Leute, das ist auch wie, siehst du, wie viele Leute verstehen das nicht, wenn deine Frau oder deine Freundin geht mit dir irgendwo einkaufen und die zeigt dir außer dem Geschäft, dass sie hat, guck mal, ich habe das geglaubt, hat keiner gemerkt. Und du sagst, okay, ja, geht mal, bringt man doch eine. Die Frau sagt ja, bringt man doch eine. Und du sagst, gar nichts nachdenken und du gehst im Geschäft, klaust du noch. Also wie willst du sagen, dass die Frau ist schuld? Ja, na, am besten ich sagen Männer, Frau ist schuld, ne? Also, habt ihr jetzt diesen Tafsir? Habt ihr jetzt diesen Tafsir verstanden? Warte, ich will nur was zu Adam und Eva zu beiden ganz in Ruhe kurz erschildern. Ja, ja, okay. Bitte. Warte, ich will irgendwas zu Abu Hanja sagen. Abu Hanja, du bist wirklich gemein, ne? So, lass jetzt mal Marvin erklären. Jetzt kommt Marvin dran. Ja. Jetzt kommt Marvin mit seiner Erklärung. Ja. Also, du hast über Evas Fehler und über Adams Fehler mehrere Aussagen. Zum einen steht auch in der Schrift drin, dass Adam Eva mehr geliebt hat als Gott oder dass er eine größere Liebe hat und aus Liebe sozusagen Liebe. Das Gleiche gemacht hat und sie Adam dann erstmal bevorzugt. Ja, es gibt einen Vers, der sagt, Digga, dass Adam Adam Eva geliebt hat. Ja. Es gibt auch, ich muss die Stelle suchen, es gibt auch eine Aussage, dass der Teufel, der Eva dazu verführen wollte, den Adam, ich meine, dass sie den Apfel, die Frucht ist, die verbotene, dass er Gott korrigiert und auf Gott schwört. Aber wie kannst du sowas reden, denn Adam hat Eva geliebt, wenn Adam Eva hat nie gesehen. Erstmal nach dem Biss hat gesehen, das ist nackt und Eva, der hat sie nicht gesehen. Oh, jetzt wird eine Debatte. Marvin gegen Gott. Also Leute. Ja, aber steht das nicht auch geschrieben, wo sie sich gegenseitig die Schuld zugewiesen haben? Gott zu Adam gesagt hat, dass er auch die Strafe bekommt, weil er hat seine Schuld nicht selbst gesehen, sondern er hat die Schuld auf Eva getan. Marvin, und was hat Eva getan? Sie Schuld auf die Schlange. Marvin, genau. Wenn Adam wäre ein bisschen irgendwo im Kopf habe, da hätte damals nichts gewissen von dem Apfel, hätte gewartet auf Gott und Gott bitten um Verzeihung für Eva. Ganz kurz, lieber Otto, da steht doch, die Schlange war listig. In der Geschichte von Adam und Eva lernen wir viele, viele Dinge. Es gibt viele Geheimnisse drin. Auch das, was gerade der Marvin erwähnt hat, mit die Schuld weitergeben. Weil zum Beispiel Gott kam hier ins Paradies und hat gesagt, Adam, Eva, wo seid ihr? Als ob Gott das nicht wusste. Er wusste es ja. Genau. Er wusste, wo sie sind. Er wusste, was sie getan haben. Das alles, ihr müsst ein bisschen weiterdenken. Und nicht nur das, was ihr da liest. Und danach sagt, na guck mal, Gott hat die Schlange war aber listig. Hat Gott nicht gewusst. Genau. Dann lass mal weiter Otto und Marvin reden. Ja, genau. Mich jetzt reden. Ich will jetzt weiter reden, weil ich wollte erstmal Adam und Eva. Also das hat Adam ist nicht, kann man sagen, nicht als Kind in dem Paradies, nur ist schon als Erwachsene. Gott hat ihn erschaffen, so als 30, 40-Jährige hat ihn erschaffen, hat dann sein Geist hineingepustet und das ist Mensch. 43. Ja, und wenn der hat, guck mal, das ist die Sache. Adam hatte 930 Jahre gelebt. Und ich kann sagen, der Adam war 120 oder 200 Jahre alt. Wir haben ausgemacht, dass es gibt keine Altersangabe. Ja, darum, aber ich sag dir, ich sag so Beispiel nur. Aber jetzt zweite Sache, wo Jesus kam. Am wir hatten 18, wir hatten 5, jetzt 30. Ja, okay, nee. Aber wo Jesus ist auf Welt gekommen, der Jesus wollte einfach, oder Gott, der wollte von Anfang an, vom Kindheit, die ganze Sache, wie normale jeder Mensch lebt. Weil der Gott Motto, ich habe eine Frage. Leute, nimmt ihr das alles an, was der sagt? Ja, ich höre gar nicht zu, also. Was sag ich gerade? Halt? Ja. Also, sorry, Leute, ich muss gerade jetzt reden.
Weil jeder sagt, weißt du was, ich erkläre euch sowas. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Ja, ich sag, ihr könnt denken, was ihr wollt. Ich sag, also Jesus Christus ist unser Gott und Jesus Christus ist auch Vater, ist auch Sohn und ist als Heiliger Geist. Ob jemand anders mir sagt, nein, oh Gott, Vater ist Vater und Jesus ist Gottes Sohn. Nein. Leute, wenn ihr wusstet, was... Ich glaube, eingeschlafen, kann das sein? Wer? Und du hast gerade gesagt, der Sohn ist der Vater? Ja, Sohn ist der Vater? Leute, Jesus Christus kann alles, also ihm alles sein. Im Gott, also im Vater, im Sohn. Und Geist, Heiliger Geist. Er kann alles nehmen. Und Maria, ihr musst auch. Ist Maria? Wie Maria? Was ist für Maria? Ist, nee, Maria ist nur, dass das Gott als Mensch ist auf Welt gekommen. Leute, irgendwann werdet ihr alles das wissen und dann ist wahrscheinlich. Maria Mutter Gottes? Weißt du was? Gott hat keine Mutter. Gott hat keine Mutter. Das ist nur, als normaler Mensch. Grüß ganz kurz, übertreib aber nicht, ne? Sonst mische ich mich ein. Ja. Machst also, du dich gerade lustig oder wie? Über was denn? Was? Wie Mutter Gottes. Machst du dich jetzt lustig oder was? Habe ich mich lustig gemacht? Ja, Bruder, also wenn du sowas fragst, entweder willst du es wirklich wissen oder du verarschst ihn gerade. Ich wollte das wissen, weil mir haben Leute gesagt, dass Otto ein Pol ist und ich weiß, was Pole zu Maria sagen. Sie sagen, Matschka, ja, warte, Pole ist aber keine Religion, das ist eine Nation. Es gibt bei Polen auch evangelisch, katholisch, orthodox. Das sage ich euch jetzt die Wahrheit. Unsere Papst auch. Weißt du was? Gott hat kein Stellvertreter auf die Erde. Ja, was lachst du wieder? Was lachst du wieder? Ja, aber Otto, ganz kurze Frage. Du bist also der Meinung, dass der Vater auch der Sohn ist, also welche Person, oder? Ja, Leute, weißt du was? Ich sag euch sowas. Gott hat, so Heiliger Geist hat diese, also Maria hat auch so kann man sagen, gepfustet wie damals zum Adam, ne? Also zu. Also, und das, der Geist, also göttlicher Geist in Maria ist auch, und das Kind ist geboren. Und Leute, im Bibel auch steht, warum, ich weiß nicht, was wollen wir mich irgendwo jetzt falsch aufmachen, wo das, weiß ich nicht, da war nach dem Essen, bei Jesus waren die 12, also Apostel, und die sagt, Jesus, wir hätten über dich schon so viel, bitte zeig oder sag's uns was über Vater, also über Gott. Und was hat Jesus geantwortet dort? Ich bin schon so lange mit euch und ihr hättet mich nicht erkannt. Was wollen wir weiterreden? Richtig, braucht man nicht mehr. Amen, weiter. Amen. Bruder, errettet oder Gottes Segen. Errettet. Gott segne dich, errettet. Erstmal, ich möchte euch erst grüßen. Darf ich? Gerne, Bruder. Amen. Hör mal zu, richtig. Außer die Ehelehrer. Na, hör mal zu, bitte. Pass auf, jetzt kommt's. Bitte aufpassen. So. Takfir. وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. Das gibt's doch nicht. Otto ist zu authentisch. Er ist zu authentisch. Otto, Bruder, er ist Christ. Ja, aber was hat er gesprochen? Ich habe nicht verstanden. Er ist zu authentisch. Hey, weißt du was? Sahih. Wenn ich Spaß mache, da lacht ihr alles euch tot heute. Wenn ich will Spaß mache, dann ich sag euch, ich hätte solche Witze, dann wird er bis morgen früh lachen. Glaube ich dir. Du hast noch nicht mal angefangen mit Witz und wir lachen schon. Wie ist es dann, wenn du anfängst? Boah, ich glaube, ich lösche die App danach. Jetzt ist sowieso schon ein bisschen ältere Zeit. Ich kann auch lieber. Ja, das geht. Aber ich trinke gar nichts. Leute, du erzählst mir, ich habe euch schon gesagt, ich weiß nicht, wie Bier schmeckt. Ich habe noch nie im Leben Bier im Mund gehabt. Also Haru, war wohl nichts mit dem Bier, ne? Da hast du auf jeden Fall keinen Pluspunkt gesagt. Leute, wie erkennt man 20-jährige, 40-jährige und 60-jährige Frau bei Pinkel?
Bei was? Bei was? Wie erkennt man, zum Beispiel du stehst draußen und ist irgendwo Frau in dem Raum und pinkelt. Und wie erkennst du, ob die hat 20 Jahre, 40 Jahre und 60 Jahre? Pinkelt oder? Du das? Also Pipi meinst du machen? Pipi. Ja, wenn Frau Pipi macht. Und wie erkennst du, und du kannst sagen, ah, das war 20-Jährige, das war 40-Jährige und das war 60-Jährige. Aber da bin ich raus. Da bin ich raus. Aber ich will die Quelle. Okay, erzähl. Ja, du. Ey Leute, 20-Jährige macht so. 40-Jährige macht so. 60-Jährige macht so. Boah, der ist aber drauf, ey. Aro, hast du gehört, Bruder? Und 80-Jährige? Was? Bei dir hat er noch nichts gesehen. Die Pfotz dabei auch. Die 60-jährige Pfotz auch dabei. So, psch, psch, psch. Bruder, Alter, ich kann nicht mehr. Bruder, ich hab Bauchschmerzen. Bei uns im Irak, von klein bis zu Scheich, alle Furzen durch. Hör mal morgen bei deiner Frau zu Hause. Jetzt verstehe ich, was er meint, wenn ich Witze mache. Jetzt verstehe ich, was er meint. Das muss man ja zensieren, hey. Ich weiß nicht, dass wir gesperrt werden. Das ist so wegen vorverachtende Sachen. Mann. Harut, ich glaube, du musst nächstes Mal den Stream schon vorwarnen, ne? Also. Bruder, der Stream heute, das ist von Kreuzfeuer-Debatten, Hardcore-Extrem-Debatten auf Witztheater geworden. Boah, das ist krass, ehrlich. Boah. Auch noch die, habt ihr auch noch die Effekte gehört? Statt Streit und Dolby Atmos. Dolby Atmos. Krass, wie gut er das auch noch nachgemacht hat. Wahnsinn. Ja, der kennt sich damit aus. Ich habe das gehört bei der Tyreno. Also. Otto, aber die Quelle hast du mir immer noch nicht gesagt. Die Quelle ist bei Klo. Habe ich gesagt, das ist gefährlich? Ich kenne andere, aber ich sage heute nichts mehr, weil dann geht ein paar Leute kaputt und dann habe ich, weißt du, wo euch. Schwester Gül ist am Weinen. Kurz zerlegt man jemand, ha, Abu Ghanja. Weißt du, was los ist? Er redet, kommt und sagt, oh je, scheiße, ich habe nicht gesehen, dass Gül ist dabei. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist vorbei, Otto, jetzt ist vorbei. Jetzt werde ich die Leute meinen, ich bin so schlecht, der Mensch. Oh je. Der Bruder kommt, sag ich, was war am Schiff? Du musst lachen. Ich mittendrin, aber ich verstehe nicht. Ja, es geht um das Bild, das Nico gezeigt hat. Nico, blende noch mal ein. Harut, stell mal vor, wir müssen jetzt was vorlesen auf Hebräisch, ne? Und er sagt mittendrin, ich verstehe nicht. Also von meinem Bruder. Wahnsinn. Also das gemeint, oder? Also das Bild davor mit der alten Frau. So, wo ist das? Okay, ich sag schon gar nichts. Ich bin schon ruhig. Also ich gehe schon weg. Nein, du bleibst hier. Oh, ich bin am Weinen, Otto. Naja, ich habe das nur gesagt, was ich habe gehört, was die mir andere Leute erzählt haben. Oh, ich kann nicht mehr, ich muss mich beruhigen. Mann. Gül ist abgestürzt. Vor Lachen. Also. Du Lugner. Richtig. Du Lugner. Guck mal, der Risk der Beta ist auch einfach gegangen. Ja. Er hat nicht mal Tschüss gesagt, oder? Ja, der hat wahrscheinlich genug aufgenommen. Ey, irgendjemand hat Lugner gesagt. Wer hat den Lugenkrug versteckt? Du Lugner. Du Lugenkrug. Also Nico. Wo ist der Lugenkrug? Ich habe den Lugenkrug noch nicht gesehen. Ist das Bild von Hamdi authentisch?
Ja, natürlich. Ey, warum die Schotte? Kenn ich ja Schotte, die Schottland, ne, in England. Warst du schon bei Schotte? Ich war schon zweimal. In England oder in Schottland? Nee, in Schottland. Ich war schon in Schottland im Haus, also bei einem Freund. Und ich habe keinen Kühlschrank gesehen. Ja. Und ich habe gesagt, okay. Kein Kühlschrank. Warum? Ich gesagt, ey, wo macht ihr eure also Fleisch oder sowas? Hat gesagt, aus dem Fenster. Hat gesagt, ja, okay, im Sommer. Sicher Schottland oder Finnland? Im Schottland, Schottland, okay. Schottland. Kein Kühlschrank, kein Kühlschrank. Kühlschrank. Kein Kühlschrank. Wie machen die das im Sommer dann? Ja, weißt du warum? Ich habe gefragt, warum kauft ihr keinen Kühlschrank? Hat gesagt, weil die Schotten sind so sparsam. Gesagt, das hat mit Spaß nicht so, die sind ja Idioten. Ja, also die Schotten sind so, weißt du, das wäre jeder Cent von dir. Nehmen. Ich frage mich, wieso ich nur zwei Münzen habe, was hier los war. Ja, und die Schotte hat mir gesagt, ja, wir kaufen keinen Kühlschrank, weil wir ja glauben nicht, wenn wir die Tiere zumachen, dass der Licht geht aus. Weil ich kenne das jetzt aus Sibirien, zum Beispiel in Russland, tatsächlich haben die viele von denen gar keine Kühlschränke, weil die auch keine brauchen, weil... Arut. Ja, das habe ich gestern gesehen. Halle. Was macht er da, Bruder? Das ist Gummi, Mann. Guck mal seinen Arsch. Ey, guck mal seinen Arsch. Wo du wieder hinguckst, Otto. Ja. Otto hat nichts anderes zu sehen, außer den Arsch jetzt. Nein, weil ich habe gesehen, dein Arsch so spielt rechts. Ja, sag's mir. Freunde, seht ihr nicht, wie gottesfürchtig dieser Mann im Video ist? Chat mal bitte weg. Sehr, sehr gottesfürchtig, Bruder. Er ist ein Salaf. Er ist ein Salaf, Bruder. Ein bisschen schwarzer Stein. Ein bisschen schwarzer Stein. Guck, der geht richtig nach dem Salaf, Bruder. Guck mal. Yo, check, Buddy, yeah, yo. Ruh. Hört auf, der Otto, der. Shake your booty, yeah, yo. Come on. Das Video war Sahi, gell? Ganz gut. Abu Ranja? Abu. Ich höre dich, ja. Ah, hörst du? Ja. Vorher, wo der Ding gefragt hat, die Mutter von Jesus. Ja, ach so, ja. Was hat das? Du hast doch gesagt, meinst du das ernst oder Spaß? Ja, der wollte provozieren ein bisschen mit der Frage. Der hat mit Absicht gefragt, weil guck mal, Otto erzählt die ganze Zeit was, Bruder. Ich will auch die Frage jetzt wissen. Guck mal, Otto. Nein, ich guck mal, Otto wissen, erzählt. Ich erkläre es dir. Ja. Otto erzählt die ganze Zeit was, ja? Ja. Und weil wir die ganze Zeit gelacht haben, hat er gesagt, okay, dachte er sich, jetzt kann er sich über ihn richtig lustig machen. Aber theologisch, und das ist aber kein Spaß, Bruder. Verstehst du, wenn er wirklich verstehen will, dann soll er uns fragen. Aber er hat ihn extra gefragt. Er wollte ihn bloßstellen. Verstehst du, was ich meine? Ach so, verstand. Ich hab gedacht, das ist so, das darf man nicht oder so. Nein, guck mal, Bruder, der hat extra gefragt, er wollte sehen, was er sagt. Er sagt Mutter Gottes. Wieso nennen manche Christen sie als Mutter Gottes? Das wollte er extra machen, um ihn bloßzustellen. Weil er sagen wollte, weil Polen sind ja Katholiken. Okay. Okay, und dann gibt es diesen Titel für die Mutter Maria, auch genannt Mutter Gottes, sagen die zu ihr, ja? Also okay. Theotokos. Theotokos, aber da ist nicht gemeint, dass sie wortwörtlich die Mutter von Gott ist, sondern das ist ein Titel. Die Katholiken sagen, das ist ein Titel, wie zum Beispiel... Da sie ihn gebärt hat, ja, nennen sie quasi Mutter Gottes. Aber das ist nicht wortwörtlich. Es ist metaphorisch. Es ist nicht die Mutter Gottes in dem Sinn, sondern die Mutter vom Fleische. Jesus, okay. Und er wollte jetzt Otto quasi einfach bloßstellen, sondern dein Gott hat eine Mutter oder was? Er wollte ihn bloßstellen. Und so, bei sowas verstehe ich keinen Spaß, Bruder. Wenn jemand wirklich wissen will. Ja. Weil ich guck mal, ich war mal in Mexiko, ne, in einer Kirche. Ja. Dort haben sie auch Fotos, die haben sogar Statuen in der Kirche von. Ja, Animo, Bruder, die in Mexiko, die feiern Maria fast mehr als Jesus sozusagen. Ja, das Problem ist bei den Mexikanern, Bruder, bei den Mexikanern gibt es noch eine andere Sache. Die haben sogar noch eigene Traditionen, die sie noch eingefügt haben. Das ist sehr gefährlich. Aber das hat nichts mit Christlichen jetzt, mit
mit den Christlichen zu tun, wie ihr jetzt glaubt, oder? Wie meinst du das genau? Also, weil die haben ja jetzt, die ehren ja schon die Frau, ne? Aber das ist ja nicht nur in Mexiko, das ist ja allgemein quasi jetzt in der Westkirche, quasi bei den Katholiken, die ehren ja die Mutter Maria sehr. Ah. In Portugal. Egal, ob jetzt Portugal, Spanien oder so, spielt ja keine Rolle. Auch, ja. Ja, aber das Ding ist, vor allem auch so Gegenden wie Mexiko ist ein bisschen komisch. Ich bin ehrlich zu dir, auch in Kuba habe ich mir mal eine Doku gesehen. Mhm. Die, nicht alle, also wirklich nicht falsch verstehen, nicht alle, aber manche von denen, die zu den Ureinwohnern gehören, ja, vermischen manchmal traditionelle Sachen mit dem Glauben. Und das ist sehr gefährlich. Mhm. Du musst überlegen, ein hinduistischer Moslem, beziehungsweise ein Hindu, ein Inder, also ein Moslem aus Indien, irgendwo, keine Ahnung, aus Indien, ja, mischt plötzlich noch hinduistische Sachen mit ein. Als Beispiel. Da sagt ein anderer Moslem, hä, bist du verrückt eigentlich? Das hat doch mit dem nichts zu tun. Doch, doch. Mischt dann jetzt. So als Beispiel. Und bei den Mexikanern gibt es auch sowas, habe ich schon gesehen. Ach jetzt, ich habe gedacht, das ist ganz normal, also dass die Mutter halt ehren halt. Das ist normal. Nee, allgemein, guck mal, ich sag ja, allgemein wird die Mutter Maria quasi sehr verehrt, ja. Mhm. Und manche sehen es kritisch. Aber für dich ist die. Was ist die für dich? Oder? Wie was ist sie für mich? Das ist eine besondere Frau. Ja. Ah. Okay, aber die wurde auserwählt. Die wurde auserwählt, dass Jesus quasi, dass sie ihn gebärt. Ja, definitiv. Aber du sagst jetzt nicht, das ist die Mutter Gottes. Das ist metaphorisch, Bruder. Das ist nicht wortwörtlich. Gott hat doch keine Mutter. Niemals kannst du sagen, dass Gott eine Mutter hat. Jesus hat nie zu ihr Mutter gesagt. Zeig mir eine Stelle in der Bibel. Steht, genau. Unter dem Kreuz, wo hat jemand noch? Warte, unter dem Kreuz, alle Völker werden sie sozusagen selig preisen. Dafür, dass sie den Herrn Jesus Christus geboren hat. Aber das mehr steht auch nicht davon. Genau. Ach so, jetzt. Wo Jesus war auf Kreuz genagelt schon, da hat jemand zu ihm gesagt, nee, also guck mal, das ist deine Mutter oder sowas. Und er hat gesagt, wo ist meine Mutter? Und er hat gesagt zu dem anderen, bitte nimm mal, das ist jetzt dein Sohn. Ne? Zu Maria hat gesagt zu dem anderen, der soll sie jetzt als Sohn nehmen oder als Mutter. Weil der hat selber Jesus gesagt auf dem Kreuz, welche ist meine Mutter, welche ist meine, denn nur ein Glaube. Nicht nur das, Bruder, sondern ich will nur damit sagen, er hat sie ja selber nie Mutter genannt, ja? Weil er ist ja Gott. So, also sie hat ihn nur im Fleische gebärt. Genau, dass die ihm. Sie hat ihn natürlich als Sohn gesehen, ist ja klar. Manchmal hat sie sogar vergessen, es gab mal einen Moment, wo er klein war, dann war er für... Drei Tage weg. So. Ja. Der war irgendwie mit den Pharisäern oder mit den Priestern irgendwie am Diskutieren oder sowas. Ja. Der war keine Ahnung. In Jerusalem im Tempel. Genau, wie alt war der da? 6, 5? Was stand der da genau? 12, 13. 12 Leute. Ja, 12, irgendwie sowas. Ich habe es auch vor kurzem gelesen. So. Ja, ich will nicht lügen, 12 oder 13. Genau, 12. Irgendwie so, als ein Kind also auf jeden Fall. Ja. Und haben den gesucht und sie hatte natürlich Todesangst. Ja, wo ist der? Weil, ja. Für sie war es in dem Moment natürlich noch ihr Sohn, also Muttergefühle, ne? Oh Gott, dann hat sie ihn irgendwann gefunden, hat sie gesagt, oh Gott, wo warst du? Wir haben Angst gehabt, Todesangst, bla bla bla. Was war seine Antwort? Warum hast du mich gesucht? Was war seine Antwort? Weißt du nicht, dass ich in dem bleiben muss, in dem mein Vater ist? Warte, einer soll reden, damit alle Zuschauer hier mal hören, weil das ist sehr, sehr interessant, die Stelle, deswegen. Genau, Jesus antwortete als Kind schon, zu seiner menschlichen Mutter als Mensch so, als kleiner Junge schon sagte er, weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Warte, ich suche mal die Stelle. Ich lese jetzt vor, warte, ich suche mal die Stelle, warte. Das mit Mutter und so, das verstehe ich nicht, weil manche so. Warte, ja, hier. Alle. Alimol, du musst auch jetzt verstehen, wenn ich auch sage, da kann jemand auch nicht glauben. Jesus ist als Mensch geboren, also Gott schon. Und er war schon Gott. Nur er hat das ganze Leben, er wollte erstmal keinem erstmal sagen, er ist der Gott. Also da war damals im Himmel keine. So wie jemand meinte, Gott war immer noch im Himmel. Nein, der Gott war, wie das steht, bei Gott war Wort. Der Wort ist Fleisch geworden. Also Leute, wie viele Katholiken oder die wissen das nicht. Jesus war Gott. Das Gottheit, alles war schon in ihm. Ja, Leute, guckt ihr in Bibel irgendwo. Ganz kurz.
Und ja, so, ganz Otto, in jeder Religion gibt es. Wissen, dass Jesus Gott ist. Genau. Die also, guck mal, nee, du aber verstehen. Weißt du, weil die sagen die ganze Zeit, Jesus ist Gottes Sohn. Lukas 2,49 ist das. Otto, nein, nein. Also Katholiken glauben schon daran, dass Jesus Gott ist, definitiv. Ja. Lukas 2,49 ist das. Man muss da schon bei der Wahrheit bleiben, Bruder. Also, auch wenn wir keine Katholiken sind, aber man muss schon die Wahrheit sagen. Aber manche sagen auch nur Sohn Gottes. Ne? Nein, die haben keine Ahnung, Bruder. Die, wo das sagen, kennen das nicht. Aber in der Lehre, guck mal, du musst immer verstehen. Hast es du gefunden, Bruder, die Stelle? Ich suche sie gerade, Bruder. Ich glaube, das ist in... Lukas 2,41. Ich lese kurz vor, okay? Genau. Lukas 2. Ja. Ab Vers 41. Okay. Weil ich liebe diesen Vers. Das ist sehr, sehr interessant, warte. 41, ne? So. Ja. Nehmen wir mal die Eberfelder. Er hat auch in der Bibel gefragt. Wie bitte? Er hat auch in der Bibel gefragt, aber im Koran steht, ja, habe ich gehört, dass auch. So, ich lese mal vor, Leute. Ja, ja. So richtig. Zwölfjähriger, genau, da war 12 Jahre alt. Kind wuchs heran und wurde stark. Okay. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es bemerkten. Okay? Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit, dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörten ihn zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihr, jetzt aufgepasst, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mein Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Jetzt müsst ihr überlegen, Leute, das fand ich so interessant. Die Mutter, seine Mutter, bewahrte all die Worte in ihren Herzen, was er zu ihr gesagt hat. Guck mal, sie hat in dem Moment als Mutter reagiert, ne? Als Mutter, wie jede Mutter von uns auch, die ihr Kind sucht und Todesangst hat. Und was war seine Antwort? Ganz schlicht. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mein Vater gehört? Ganz, ganz simpel. Zack. Versteht ihr wie? Wie wenn jemand eine Aufgabe hat und er sagt, nie, er redet nicht viel, ja, um den heißen Brei, hat er direkt gesagt, was Sache ist. Ich glaube nicht, dass ein normales Kind so mit der Mutter reden würde. Ja, und du Leute, die zweite Stelle, also Stelle, wo jede Christ oder jeder Mensch auf dieser Welt weiß, wo Jesus ist schon auf dem Kreuz und seine letzte Sekunde zum Leben und sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und viele sagen, ja, wenn Jesus ist Gott, warum? Weil Jesus bis zum Letzten war Mensch. Und da muss man das auch verstehen. Er hat als Mensch gerufen, kann man so sagen, so auf uns jetzt zu verstehen, für sich selber, also für sein Gott. Er war als Mensch und er hat so, weil viele werden sagen, ja, warum er hat für sich selber gerufen.
weil er ist als Mensch dort gestorben auf dem. Und viele glauben das nicht. Weißt du was? Ich war vor zwei Tagen, Leute, da hat mich also den, wie heißt das wieder, den Joker. Ab und zu, da bin ich bei ihm nicht. Nur so, so. Und die hätten irgendwo was über, jetzt habe ich das vergessen, aber so wichtig, irgendwo so was über Jesus, hat so gesprochen, weil wirklich, hat mich so aufgejuckt. Aber ich habe gesagt, zu dem Otto, Mann gehe ich Otto, nie wieder. Otto, meinst du bei Joka, der hat doch die ganze Zeit mein Bild, als mein Gesicht als Hintergrund. Ja. Also Leute, nee, der Mann, weißt du was, ich sag euch jetzt allem, geht ihr zu nett, der Mann ist schon verloren. Da weiß ich jetzt, ich kann ihn nicht retten, weil egal was du sagst, das wird immer schlimmer. Und wenn du auch, das ist so ein Mensch, wo du ihm diese, wie sagt man immer, diese Brunnen, nicht Brunnen, also diese, weißt du, ich sag immer Brunnen, wenn du ihm die Beweise zeigst, da, dann wird sowieso lachen weiter. Also Leute, mit dem Mensch, also lass mal den in Ruhe, lass mal den, der ist schon verloren, da muss ja, man sich entweder alleine. Bei manchen Menschen sollten wir ehrlich aufpassen, dass wir nicht unsere Perlen vor denen einfach unnütz hinwerfen, weil sie zertreten die sowieso. Genau. Otto, ganz kurz. Ja, nochmal, Entschuldigung. Ganz kurz. Die letzte Sache, was hat er gesagt? Warte mal, was hat er gesagt? Dass Jesus hat schon nichts mehr gelebt, bevor er war auf dem Kreuz. Weil der hat gesagt, da hat ihm jemand auf Seite, auf Herz, diese Magnetnei gestoßen. Und ich wollte ihm sagen, du Arsch, da hat ihn gestoßen, weil er wollte dann prüfen, ob er ist schon tot. Das war nach dem Tod, da hatte einer ihm nochmal, weißt du, so, weil er wollte wissen, und das ist Blut und Wasser. Aber der sagte, nein, da war Vorkreuzigung, da hat ihm schon, ey Leute, wenn ich sowas höre, wie soll ich dann ruhig bleiben, wie die sowas reden? Und die anderen Leute, ja, also du hast recht. Und weißt du was, mir hat also Nerven, Leute, ich weiß nicht, wie soll ich dann, weißt du, wenn du sowas hörst, wenn jemand sagt, weißt du, so Unwahrheit, und die anderen sollten noch zustimmen, und du guckst da oder hörst du, wärst du einfach, ach, Arschlöcher. Und die machen das uns aus Christen, also siehst du, die ganze, also das geht in der Welt, und sowas geht auf die ganze Welt. Und die hören, ach so, sowas, also Jesus ist nicht nach dem, wo ich schon gestorben, und da hat ihm ja noch gestochen, weil der wollte wissen, ob das ist richtig schon tot. Nein, da war schon der Tod. Und da siehst du, die Katholiken, die bescheißen uns. Leute, was ist da los? Ja. Otto, gut, dass du das sagst. Also zum Beispiel, manche ziehen ja zu diesem Argument ja auch Numeri 23 heran, wo es heißt, dass Gott nicht Mensch ist. Ne? Und sie lesen ja das Kapitel nicht bis zum Ende. Und da steht ja auch in dem Kapitel drinnen, dass ein Gerechter sozusagen nicht verstümmelt begraben wird. Verstehst du? Und es ist ja auch so, dass Jesus davon bewahrt wurde, zerhackt zu werden und ein anständiges Begräbnis hatte. Und es ist ja auch so, dass wenn du jetzt in Vers 20 weiterliest, da heißt es ja auch, dass niemand über Gott richten kann, außer Gott. Verstehst du, was ich meine? Wenn du Numeri 23 dann auch weiterliest. Und das heißt ja auch, dass Gott sich selber bestätigt und dass kein Mensch über ihn stehen kann. Und das steht ja auch nochmal wiederum in diesem Zusammenhang. Und weil ja Jesus ja gerecht gelebt hat, ist ja nicht die Prophezeiung eingetroffen, dass er zu den Knochengräbern geworfen wurde. Verstehst du? Dann, weil wäre er zu den Knochengräbern geworfen worden, dann hätte ja, wo die Leichen liegen, ja auferstehen müssen und hätte kein Begräbnis gehabt, um von einem Begräbnis aus einem Grab wieder zu erwachen. Genau. Verstehst du, was ich meine? Weil, ja, weil damals nach dem Kreuzigung, da waren jeder Mensch oder nach dem Kreuzigung seine alle Knochen gebrochen. Da war so Hände, ja, Beine, ja, alles. No. Und bei jedem waren das anders. Und ich meine, die Römer hätten sich ja auch einfach machen können. Sie hätten ja einfach Jesus brechen müssen und sagen,
er ist jetzt wirklich tot. Und dann wäre es ja auch so, dass dann die Prophezeiung darauf gegriffen hätte von Numeri, dass Jesus als Verurteilter gestorben wäre. Ja, wenn das tatsächlich mit Jesus passiert wäre. Aber es ist ja nicht passiert. Josef hat ihn ja genommen und hat ihn ja zu seinem Begräbnis getragen. Ja, weil er das ja auch den Befehl von den römischen Herrscher gemacht hat, ne? Von Pilatus gemacht hat. Josef hat auf Befehl von Pilatus, als Jesus gestorben ist, ihn zum Begräbnis überbracht. Josef musste sich um Jesus kümmern. Leute, ich habe eine Frage. Wer meinst du, Bruder? Ich glaube, Jesus rettet, wollte ich doch fragen, stellen, oder? Wo ist es, Jesus rettet? Lass ja, Jesus rettet, was wolltest du sagen? Weil du hast vorhin auf Arabisch oder eine andere Sprache gesprochen. Ja, Otto hat ihn ja nicht verstanden, genau. Ja. Aber Otto, ganz kurz, das, wo du sagst, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Titel vom Psalm 22 und Jesus wollte damit andeuten, dass du den Psalm 22 lesen sollst. Nee, aber viele Leute sagen uns Christen, ja weißt du, das war nicht Gott, Jesus war nicht Gott, weil da hat zum, sein Vater oder zu Gott also noch mal gebeten auf dem, weil die verstehen das nicht, dass Jesus vom Anfang an, von Geburt bis zum Ende war als Mensch hier. Nach dem Tod erstmal, dann ist wieder seine, kann man sagen, ganze Kraft zu ihm gekommen, als Gott. Ja, ich sehe das anders, aber ich sagte gerade, Psalm 22. Der hat auch die Göttlichkeit auch hier, hat den Geist von Gottes auch hier, aber der Verstand in ihm, der war wie ein Mensch. Darum hat er immer gesagt, mein Vater ist da im Himmel oder sowas, aber dann später... Ja. Ich bin da anderer Meinung als du, aber es ist jetzt andere, du musst natürlich jetzt nicht diskutiert darüber. Nee, ich weiß jetzt nicht. Leute, okay, ich bin wahrscheinlich schon zu spät und dann weiß ich. Ja, wir haben okay, alles. Selbstreflexion, wirklich. Ich habe Respekt vor Otto, er hat Selbstreflexion, ehrlich. Ich respektiere Otto sehr. Ja, was habe ich was Falsches gesagt heute? Leute, was ich habe. Otto, erstens mal, wir lieben dich, damit es schon mal klar ist. Ja? Okay. Zweitens, Bruder. Du bist älter als wir, wir haben Respekt vor dir, Otto. Du brauchst auf jeden Fall eine Frau. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch, Otto. Und wir haben fast 2 Uhr, das ist normal. Ja, deswegen sind wir ja da. Deswegen hat der Nico gerade gesagt, stopp. Weißt du was, Leute, ich habe im Wohnung 36 Grad, weil ich habe so... Ne, warte mal, was ich euch erzähle. Ich freue mich, dass ich habe solche Wohnung bei mir im Keller und meine Wohnung ist zentrale für die ganze Häuser hier. Also das heißt, ich habe ganzes Jahr Bodenheizung. Ob es Winter oder Sommer, ich habe am Tag, alle Fenster sind offen. Ich trinke Wasser fast 8 Liter am Tag. Ich trockne hier. Was? 8 Liter? 8 Liter Wasser. Fast. Ich stehe jetzt am Boden. Ich stehe am Boden. Das ist warm. Ich habe 36 Grad. Otto, in welchem Stockwerk bist du, wenn ich fragen darf? In welchem Stockwerk? 10. 11. Also, was? 11. Ich habe gerade Spaß gemacht. Erste. Ach so, also erste. Nach dem Mama Keller. Das ist wie höhere. Also ich habe Fenster 2 Meter über die Erde, weil da unten ist die ganze Zentrale. Da brummt es mir ganze Nacht mal ab und zu. Weißt du, wenn die sag mal, hören dann... Hey, aber im Winter heute, ey, Leute, ich mache keine Heizkörper auf. Aber weißt du was, ich sag euch jetzt eine Sache. Ich gehe wahrscheinlich vor Gericht. Ich nehme... Wie ehrlich. Ja, Otto, erzähl. Nee, sag, ich erzähl dir. Ich mache im ganzen Haus Heizkörper gar nichts auf. Dann ist mir jedes Jahr, weil jetzt ist schon elektronisch, aber vor 2 Jahren ist zu mir, weil so zum Prüfen gekommen, Mann, und geht in die Küche, null. Da hat noch nichts gesagt. Im Wohnzimmer, null. Geht ins Schlafzimmer, null und sagt, habt ihr das neue Heizkörper gekriegt? Hab ich gesagt, nee, ich fange überhaupt nicht an. Und ich sage, komisch. Und ich zahle 1500 Euro im Jahr Heizwasser und Heizung. Und ich habe in dem Jahr, wo ich also nichts verbrauche, 480 Euro Nachzahlung gekriegt. Weißt du, wie viel ich Nachzahlung gekriegt habe? 6000 Euro.
Ja, aber Leute, wenn ich nichts nehme, wie kann ich noch Nachzahlung kriegen? Ja, Güllert. Ja, aber ich habe 6.000 Euro Nachzahlung gekriegt. Ja, was hast du denn gemacht? Gar nicht. Immer Party, immer Party. Immer Party, Party, gar kein Party. Clubhausparty. Güllert und Otto, weißt du, was das Problem ist? Viele Vermieter machen das so, dass sie den Schnitt nehmen. Und wenn deine Nachbarn mehr verbraucht haben, dann musst du eben halt einen Prozentteil davon wegzahlen. Und die prüfen das dann nicht, sondern sagen, das stand auch auf deinen Zahldrehern. Wenn du jetzt da kein Mieterrat hast oder so, kannst du dagegen nichts machen, wenn sie dir dann unterstellen, dass du das Gleiche mitverbraucht hast und das dir dann so vorkalkulieren. Ja, Moment, nee, auf dem Zähler steht null. Wie kann er mir das sagen, dass ich habe trotzdem... Ja, aber er geht ja nicht auf deinen individuellen Zähler. Verstehst du, was ich meine? Manche Vermieter machen das so, dass sie von einem Hausblock sagen, was ist der Gesamtverbrauch und das dann auf die Mieter, Mitmieter verteilen. Verstehst du? Manchmal ist es auch so, du musst den Müll mitzahlen. Selbst wenn du, sag ich mal, deinen eigenen Mülleimer hast oder so, du zahlst aus der Gemeinschaft sozusagen bei gewissen Sachen. Und das ist ja auch eine Entscheidung, die der Vermieter sozusagen entscheidet, die in die Mietanlage gehört. Ja. Mach mich groß. Guck. Ja, aber Moment, du hast Firma oder sowas. Das ist unmöglich, das ist paranoiak, weil 6.000 Euro Nachzahlung... Bist du danach ausgewandert, nach der Rechnung? Ja, ich war 2 Tage krank. Hast du Hijra gemacht danach? Moment. Sie hat danach Hijra gemacht. Ja, aber du musst es nicht bezahlen erstmal. Warst du bei Anwalt oder was? Ich habe Widerspruch geschrieben. Also, freilich. Das geht doch gar nicht. Also. Ja, da muss man Widerspruch machen. Ja. Leute, also, gucken, ne? Oder die Hijra vollziehen. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte nur sagen. So, gute Nacht erstmal. Jetzt redet Abu Khanja Schlusswort und danach gehen wir pennen. Richtig. Oh, ja. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Gerne. Ja. Erstens mal, wir bedanken uns an Bruder Harut für den tollen Stream, für seine natürlich super tolle Arbeit, die er jeden Tag macht. Gott segne dich, Bruder Harut, bitte mach weiter so, bleib stark im Glauben. Also was Harut hier macht in TikTok, das ist wirklich eine super, super, super Arbeit. Viele, woher kommen und wirklich Fragen haben, werden beantwortet. Wir bleiben wirklich mit Respekt. Deswegen kann ich nur sagen, das, was Harut hier macht, bitte schätzt es, Geschwister. Ja, der macht eine wirklich tolle Arbeit. Tolle Arbeit. Und ich möchte wirklich nicht, dass ihr ihn irgendwie sowas kritisiert wegen keine Ahnung was. Er macht wirklich eine sehr, sehr tolle Arbeit. Und er ist jetzt auch müde. Wir lassen jetzt auch schlafen. Ich wollte nur sagen noch, Gott segne euch alle. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Ja, ist unser Weg. Ja, und das ewige Leben. Ohne Jesus sind wir verloren. Genau. An alle, wo hier zuhören. Genau. Okay? Ja. Wir lieben euch alle. Auch dich, Alimo. Wir lieben auch dich, Bruderherz. Das weiß und, ich doch. Und wünschen dir auch Gottes Segen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass du auch zu Jesus bald kommst, Alimo. Ich mache dich nicht zu Nieten. Dauert nicht mehr lang. Bruder Harut, wenn du dann im Himmel bist, dann lass du mir die Hintertüre auf, ne? Du Otto, wir holen extra für dich ab jetzt immer einen Übersetzer, falls jemand Arabisch spricht. Kein Problem, Otto. Kein Problem. Ja, Bruno. Das sieht so komisch aus, wenn Atatürk mit mir redet. Er ist Christ geworden. Atatürk ist Christ geworden, Bruder, deswegen. Okay, Gott segne euch. Und alle Zuschauer, Gott segne euch. Bis morgen. Gott segne euch. Bis morgen. Gute Nacht. Gottes Segen. Ciao. Gute Nacht.